Timo, du hast in den letzten Monaten einige Male bei T2 APEC mitgespielt, einer Liga in Malaysia. Da laufen so ein paar Dinge anders. Zum Beispiel werden Einzel auf Zeit gespielt oder es wird in gemischten Teams gespielt. Welche Regeländerungen haben dir da besonders gefallen? Welche Neuerungen? Ja. Ja, auf Zeit zu spielen ist auf jeden Fall für uns Spieler ja interessant. Ist mal was anderes. Es kommen mehr Aspekte mit ins Spiel rein, da man natürlich auch die Zeit auf dem Schirm haben muss, da man sich ab und zu mal auch ja, irgendwo über die Zeit retten kann. Aber ja, es macht einen auch ein bisschen verrückt, es wird stressiger, aber auch anspruchsvoller. Von daher finde ich es ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie es zum Zuschauen ist. Ich denke, das gesamte Spiel dauert insgesamt ein bisschen zu lang noch. Vom Gefühl her dauert ja immer noch über 3 Stunden. Und ja, ist fürs Fernsehen immer schwierig, ja, komplett 3 Stunden zu zeigen. Deshalb denke ich, gibt es da schon ja, Diskussionen, das alles nochmal ein bisschen abzukürzen. Jetzt nicht die einzelne Spielzeit, aber die Anzahl der Spiele. Und von daher ja, sind wir da ziemlich flexibel in der Liga. Da passiert viel, wird viel geändert, viel ausprobiert. Aber ich finde es gut, dass man das an uns Profis ausprobiert und nicht gleich an der Allgemeinheit. So kann man sich dann wirklich mal ein Bild darüber machen. Bei T2 APEC ist auch zum Teil die Spielkleidung ein bisschen anders. Dich hat man zuletzt wieder mit einem Bandana gesehen. Nach vielen Jahren, wie kam es dazu? Ja, das ist mir jetzt nicht von der Liga vorgegeben worden. Die Haare sind einfach ein bisschen länger geworden. Und ja, es hat mich einfach genervt, dass die dann jedes Mal ins Gesicht gefallen sind. Und ja, ich glaube, ich habe von 13 bis 18 auch so ein Band um den Kopf gehabt. Und jetzt halt wieder. Du hast in der Vergangenheit mal angekündigt, international ein bisschen kürzer treten zu wollen. Jetzt bist du bei der EM doch dabei. Wie fit bist du und auf welche Turniere bezog sich die Aussage? Ja, hat dieses Jahr noch nicht so geklappt, mein Vorhaben. Auf der anderen Seite ja, nutze ich es natürlich auch aus, dass ich gerade ja, sehr fit bin, körperlich gesund bin, dass die Form gut ist. Und dann versucht man natürlich auch viel zu spielen, viel mitzunehmen. Habe dieses Jahr ja, eine sehr gute Chance, wieder mich fürs World Tour Finale zu qualifizieren. Dadurch, dass ich gerade am Anfang die Turniere gut gespielt habe, war halt die Chance ziemlich groß. Deshalb ja, habe ich dann auch mehr Turniere gespielt als eigentlich geplant für mich selbst. Und dafür bin ich jetzt ja relativ sicher dabei. Das ist nochmal ganz nett. Aber wie gesagt, auf Dauer geht es natürlich nicht, so ein Pensum ja, abzuspulen. Ich glaube, bis Weihnachten ist jetzt kein freies Wochenende. Und habe eigentlich auch den Sommer komplett schon durchgespielt. Von daher, ja, wird man irgendwann auch auf dem Zahnfleisch gehen. Da muss man auch höllisch aufpassen, dass da nicht wirklich eine schwerere Verletzung wieder kommt. Und deshalb werde ich auch irgendwann wieder das Pensum runterfahren. Nachdem es zuletzt zweimal mit dem Titel nicht geklappt hat, mit welcher Einstellung gehst du ins Turnier? Mit welcher Einstellung geht ihr ins Turnier? Ja, klar wollen wir gewinnen. Wir treten mit der bestmöglichen Mannschaft an und ja, haben die letzten 2 Jahre ja, immer ein paar Aussetzer gehabt. Ja, ich war einmal nicht dabei, Dima war einmal gehandicapt nur dabei. Und diesmal sind wir hoffentlich alle fit und dann, denke ich, sind wir auch wieder der Top-Favorit.